Auch der Automobilzulieferer MacIS in Rottenburg hat mit dem Strukturwandel zu kämpfen. Deshalb schien der Standort vor dem Aus, doch Ende Dezember kam die erfreuliche Nachricht, das Unternehmen bleibt in Rottenburg. Allerdings wird es anders als zuvor. Wie der Standort künftig weitergeführt wird, erfahren Sie jetzt. Monatelang wurde gekämpft, Ende Dezember 2020 dann das Ziel erreicht. Die MacIS GmbH bleibt in Rottenburg. Das schien im September letzten Jahres noch nicht so sicher, als Geschäftsführer Markus Otto die Schließung des Standorts verkündete. Denn der Strukturwandel schlug auch hier zu. Durch den Strukturwandel in der Automotive-Industrie sind einfach nicht mehr genügend Aufträge da, um diesen Standort, der ja ein Zulieferer für unseren Hauptstandort ist, auszulasten. Wir haben dann Schrumpfungsszenarien durchgespielt und haben festgestellt, dass wir den Standort nicht mehr wirtschaftlich betreiben können in der Zukunft. Damit der Standort aber weitergeführt werden kann, haben die Belegschaft, der Betriebsrat und die IG Metall Reutlingen-Tübingen ein Alternativkonzept erarbeitet. Und das stellten sie bei einer Pressekonferenz vor. Die Spindeln und Rundtische, die hier hergestellt werden, sollen auch in andere Branchen als in die der Automobilindustrie geliefert werden. Und darum kümmert sich der neue Werksleiter Eberhard Schmid. Wir müssen dort umdenken in die Richtung, dass wir sagen, was ist ein Tisch? Es ist irgendein kubisches Bauteil, eine kubische Baugruppe, die wir zusammenmontieren können. Und bei den Spindeln geht es darum, es sind rotationssymmetrische Teile in hoher Präzision, die einen Drehmoment übertragen oder eine Drehzahl. Und damit haben wir natürlich ein breiteres Marktfeld. Wenn ich sage, ich stelle nur Spindeln her, dann kann ich eigentlich nur in den Maschinenbau liefern. Aber rotationssymmetrische Teile können auch in andere Branchen wie beispielsweise in die Verpackungsindustrie geliefert werden, so Schmid. Somit können neue Branchen erschlossen werden. Aber nicht nur die Branchen sind neu, sondern auch der ausgehandelte Tarifvertrag, erklärt die Geschäftsführerin der IG Metall Reutlingen Tübingen. Also haben wir für das Urlaubsgeld letztendlich auch festgelegt, wenn nachgewiesen ist, dass am externen Markt nach Kunden gesucht wird, dass es richtig vorwärts geht und das regelmäßig mit dem Betriebsrat auch besprochen wird, dann letztendlich verzichten die Beschäftigten aufs Urlaubsgeld. Sollte das nicht der Fall sein, steht auch sofort hart mit drin, wenn die Auszahlung des Urlaubsgeldes ist. Und sie gehen sogar noch einen Schritt weiter, Sonitschke. Der Betriebsrat darf künftig stärker mitbestimmen. Wenn die Auftragseingänge so hoch sind, dass sie über 100% auch liegen, dass Arbeitgeber und Betriebsrat gemeinsam entscheiden, welche Aufträge zum Wohle des Betriebes dann eben auch angenommen werden, ob die jetzt vom Hauptwerk noch sind oder von externen Kunden. Und das ist schon ein Novum. Und was die Aufträge angeht, scheint es bisher ganz gut zu laufen. Dafür ist auch Werksleiter Schmid verantwortlich. Wir sind dann mit unseren Leuten vor Ort gefahren, haben uns das angeschaut und konnten damit in den letzten 6 Wochen 2 wunderschöne Aufträge in Lenzi, wo wir zum einen den Maschinenbauern helfen, aber natürlich ganz klar auch uns helfen, beziehungsweise haben wir einen Auftrag auch ins Land gezogen, das für unser Stammwerk in Eislingen ist, einen sehr schönen Auftrag, der jetzt im April starten wird. Und das ist natürlich für uns eine sehr, sehr gute Geschichte. Das neue Konzept ermöglicht auch, dass die meisten Mitarbeiter weiterhin dort beschäftigt bleiben können. Entlassen wird niemand, das möchte ich auch sagen. Es werden bestimmten Beschäftigten Aufhebungsverträge angeboten. Aufhebungsvertrag kann ich, muss ich aber nicht annehmen. Das ist das eine Thema und das andere sind die Beschäftigten, die in Rente gehen können. Also nicht in Frührente, sondern tatsächlich in Rente schon gehen können, dass man mit denen eben auch redet, dass sie jetzt schon in Rente gehen. Das sei sozial verträglich und das sei ihnen allen auch wichtig gewesen, so Nitschke weiter. Somit wird der Standort statt 128 vermutlich 110 Beschäftigte umfassen. Auch Lehrlinge fallen darunter. Und es lohne sich durchaus, eine Ausbildung bei der MacIS anzufangen, werben die Verantwortlichen. Denn die Firma hat Zukunftspotenzial. Ich rechne damit, wir sind so etwas wie ein Start-up jetzt, ein 60 Jahre altes Start-up, weil wir einen kompletten Strukturwandel durchgehen. Und das wird sicherlich noch ein bisschen rumpeln am Anfang. Aber ich bin sehr optimistisch, auch nachdem ich jetzt sehe, was sich in den ersten 6 Wochen, seit wir im Prinzip gestartet sind, schon verändert hat, dass wir das schaffen und dass wir da Ende des Jahres oder im nächsten Jahr um diese Zeit ein ganz tolles, neu ausgerichtetes Werk hier stehen haben. Ein Werk, das zeigt, der Strukturwandel kann überlebt werden. Mit ausreichend Entschlossenheit, Solidarität und guten Konzepten.